Herzlich willkommen zur nächsten Dark Souls 2 Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo. Und ja, was gibt's zu sagen? Das Sterben geht weiter oder so? Ja. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, was wir eigentlich als nächstes machen müssen. Irgendwie der eine wollte ja hier einen Schlüssel von uns haben. Ich habe keine Ahnung, wo es den gibt, deswegen können wir das aktuell nicht so richtig machen. Händler voraus, ja super. Danke dafür, das habe ich jetzt vorher natürlich noch nicht gewusst, dass es ein Schmied ist. Der irgendwie aber einen Schlüssel haben will, wo ich keine Ahnung habe, wo es ihn gibt. Danke dafür. Das Einzige, was wir noch machen konnten, das war hier hinten irgendwie so ein Eid leisten. Ich wollte zwar gern wissen vorher, was das bringt, aber ja, konnte mir scheinbar keiner beantworten oder wollte mir keiner beantworten, weil es dadurch vielleicht lustiger wird. Dementsprechend machen wir den Eid jetzt einfach. Okay, das wird uns auf einen beschwerlichen Weg leiten. Ja, ich leiste diesen Eid. Vorkämpfer leisten. Ja, alles klar. Ich habe doch keinen blassen Schimmer. Vielleicht kommen wir dadurch wirklich in der Welt oder sowas. Eite Stärke, Vorkämpfertafel, Eid geleistet. Ist das ein Erstein? Ihr besitzt keine Opfergabe. Okay, jetzt haben wir einen Eid geleistet für irgendwas und ich habe keinen blassen Schimmer, was es gebracht hat. Außer eine Trophy. Das heißt, ja, weitergekommen bin ich jetzt immer noch nicht. Da geht's irgendwie rein. Hier können wir wieder Sachen zerfetzen. Das hier ist ja irgendwie so die Stadt. Da sind wir schon mal reingefallen, das hat keinen Sinn gemacht. Gucken, was der da schreibt. Höhle voraus, aber Ring wird benötigt. Ja, super. Danke dafür. Angreifen. Okay. Cool. Das war mal eine richtig gute Nachricht. Estus Flakonscherbe, okay. Visionen von Boss. Wie ist der denn gestorben zur Hölle? Was denn das denn, die? Den check ich nicht so ganz. Irgendwie so eine Art Schwein oder sowas. Der ist da dran tatsächlich umgefallen. Was mir ein bisschen Angst macht. Wenn ich ehrlich bin, oh, da kommen noch mehr. Was willst du denn von mir, du Viech? Warum kommen da auf einmal so viele von? Stirb mal, danke. Wow. Zack, zack, zack. Oh, oh, oh. Na, ha, 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 ha. Der war gut. Der war fast ein bisschen lustig. Ja, wie immer, typisch 3 Minuten überlebt und dann tot. Das ist wohl diese Zahl, die uns in Zukunft verfolgen wird. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auch wenn das natürlich mal wieder super Fail war. Rückwärts ins Loch zu rollen ist schon geil. Nur weil man von einem kleinen Schwein angegriffen wird. Das ist super lustig. Ja, unsere Seelen sollten aber ja irgendwo liegen. Da vorne sind sie doch auch schon. Frage ist, was bringt uns das denn, diese Schweine kaputt zu machen auch irgendwie? Das weiß ich noch nicht so recht. Ah, wir werden es herausfinden, denke ich. So, da kommt eins. Oh, oh, der trifft uns. Oh. Hätte uns beinahe erwischt, die Sau. Gerade ein bisschen Angst, weil wir hier wieder in der Nähe von dem Loch sind. Stirb mal eins, ey. Danke. Machen die Schaden. Nicht so gut. Dabei sind das nur kleine Ekelschweine. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. So, den haben wir. Bisschen Stinks geben sie aber auch, so Seelen. Ist ganz gut. So, weggezaubert. Sonst geben die aber eigentlich so gut wie gar nichts.
Okay, vielleicht ist hier hinten aber ja dann irgendwas versteckelt, irgendwie so eine Art Schlüssel oder so. Sieht jetzt aber auch nicht danach aus. Einfach ein bisschen uncool, würde ich sagen. Okay. Keine Ahnung, was es hier aktuell zu tun gibt. Das ärgert mich doch ein bisschen, muss ich sagen. Gucken wir mal, was hier ist. Das ist auch verschlossen. Alles klar. Ist hier noch irgendwas? Schweine oder so sind keine mehr da. Was ist hier mit der Hütte? Hier waren wir doch schon mal drin, scheinbar. Der hat Gegenstände verkauft, genau. Ich wusste nur nicht mehr, ob wir davon irgendwas brauchen, oder nicht? Well, I do hope I see you again. Hier geht's hoch, okay. Gucken wir mal, was das bringt. Okay, da ist irgendjemand tot. Warum sind hier jede Menge tot? Er kämpft gegen irgendwas. Ich sehe hier gar nichts zum Kämpfen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich die Kiste aufmache, dass irgendwas rauskommt. Egal. Wir machen die Kiste auf. Titanscherbe, okay. Aber der Gegner war jetzt hier keiner. Okay. Bisschen strange. Warum sind bei denen Gegner da und bei mir nicht? Naja, gut. Sonst gibt es hier aber, denke ich, nichts mehr, oder? Und hier sind wir ja gekommen. Ja. Okay. Gucken wir mal, da, die Tussi ist jetzt beim Feuer. Okay, vielleicht kann die uns jetzt irgendwas anderes erzählen. Reden wir doch nochmal mit der. Here, let me see it. To see light. To see hope. Okay. However faint it might be. Ah! Was ist denn das S? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Over, but whatever. Na gut, wir können hier aber auf jeden Fall aufsteigen. Mal gucken, was uns das bringt. Vita können wir erhöhen. Was kostet uns das denn? Ach so. Was können wir denn jetzt hier leveln? Ach so, okay, so funktioniert es. Verstehe. So kriegen wir mehr HP. Nehme ich an, ich würde gerne Int oder sowas, oder Zauberkraft. Zauberkraft sieht gut aus, machen wir einmal Int, oder? Ja, ich glaube, wir lassen das. Wir nehmen erstmal nur Zauberkraft. Ich denke, wir müssen es eh irgendwie hinkriegen zu überleben. Ansonsten sind wir so oder so tot. Bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft, ein bisschen mehr HP zu haben. Mal gucken, was dieses Verstärken bringt. Okay, wurde verstärkt. Was bringt uns das genau? Nicht im Besitz von Estoflapon, ja, okay. Alles klar, dann war's das hier wohl erstmal. Da reden wir mit dem noch. Vielleicht haben wir den Schlüssel ja irgendwie doch bekommen. Verschlossen, ja. Super. Das ist das, was ich schon rausgefunden habe. Egal, wir sind immerhin schon mal so weit gekommen, dass wir was skillen konnten. Das finde ich schon ganz prickelnd. Ich würde sagen, wir gehen jetzt da einfach mal in dieses Tor hier rein und gucken einfach mal, was da so ist. Ich glaube, da waren wir auch schon mal drin. Bin mir nur gar nicht mehr ganz so sicher. Oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Untersuchen. Die Vorrichtung bewegt sich nicht. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Da kommen wir aber jetzt einfach nicht hin, so wie es. Achso, die Vorrichtung bewegt sich nicht. Wenn die sich bewegen würde, könnten wir wahrscheinlich da irgendwie andere Tore öffnen. Wenn ich das richtig sehe. Ah, ist nur eine Wand. Was haben wir hier noch so? Hier geht's nach unten. Sieht ein bisschen gefährlich aus, muss ich sagen. Gut, dass wir vorher geskillt haben. Guck mal, was da drin ist. Kamesin-Parma. Da ist hier irgendeine Nachricht. Schalter voraus, aber Visionen von Fackel. Check ich nicht.
ziehen. Okay. Alles klar. Können wir da ins Wasser oder können wir da nicht rein? Okay, wir können rein. So viel habe ich jetzt schon mal rausgefunden. Hier geht's nach oben. Da vorne lag aber ja noch was. Das würde ich schon gerne mitnehmen. Wenn ich ehrlich bin. Seele eines verlorenen Untoten und zerbrochenes Diebesschwert. Hier geht's irgendwie auch entlang. Nimm nur erstmal hier rum. Auch wenn uns wahrscheinlich hier irgendwas ganz, ganz Fieses erwarten wird. Heides Flammenturm. So, wir drehen gerade nochmal um. Irgendwie gucken wir doch erstmal, was bei dem anderen Ding da ist. Wenn ich das jetzt hier so sehe. Das scheint nämlich irgendwie eine Art Level dann zu sein, da jetzt an dem Ding. Und vielleicht ist hier vorne auch noch ein Level. Und dann können wir uns vielleicht entscheiden, was uns besser gefällt. Oder wir finden hier noch irgendwas Cooles oder so. Oder hier ist einfach mal... Ah, hier ist ein Schalter, okay. Wollte eben im ersten Moment schon sagen, einfach mal gar nichts. Aber das ist nur der Schalter, um hier wieder rauszukommen, scheinbar. Okay. Was hast du denn hier geschrieben? Nichts Interessantes, scheinbar. Okay, das ist also nur der Schalter, um hier wieder wegzukommen. Ja, dann müssen wir ja hier im Prinzip weitergehen, tatsächlich. Genauso wie ich gegangen bin. Was schreibst du? Fein voraus, deshalb viel Erfolg. Okay, danke. Ich habe zwar noch keinen Feind gesehen, aber das wird bestimmt toll. Ah, okay, da unten steht einer, der sieht gefährlich aus, muss ich sagen. Mehr als gefährlich eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt gegen ihn kämpfen sollte. Einfach mal aufpassen hier. Ich glaube, er geht wieder zurück. Jetzt blockt er gerade. Das ist ja auch geil. Also wenn er blockt, kann man ihn sowohl nicht wirklich treffen. Provozieren, dass er angreift, kann man ihn auch nicht so richtig. Okay, jetzt ist er sich umgedreht. Da kann man doch bestimmt damagen. Okay. Das ist ein bisschen komisch, der Gegner. Ich würde ihn halt gerne provozieren, dass er mich angreift, oder will er irgendwie nicht so richtig. Achso, ich habe keine Zauber mehr. Warum habe ich keine Zauber mehr? Wollt ihr mir jetzt sagen, ich habe nur eine gewisse Anzahl an Zaubern? Das ist ja super geil. Der Super-GAU ist jetzt gerade passiert. Ich habe keine Zauber mehr. Wie lange habe ich keine Zauber mehr? Das macht für mich gar keinen Sinn. Super. Oh je, abgeschmiert. Oh Mann, warum habe ich... Wie funktioniert das denn mit den Zaubern? Kriege ich die nur aufgefüllt, wenn ich am Leuchtfeuer bin? Wozu bin ich Zauberer, wenn ich nicht unendlich viel zaubern kann? Kann mir das mal einer erklären? Macht für mich keinen Sinn. Das ist doch Beschiss. Eieiei. Na gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wir werden wahrscheinlich bei dem Leuchtfeuer in dem Stadtding wiederbelebt werden. Und müssen dann da erstmal wieder zu unseren Leichnamseelengedönse tingeln. Ich hab total Bock drauf, muss ich gestehen. Aber wir haben wieder 31 Pfeile. Ist ja auch schon mal was. Finde ich nur gerade nicht ganz so berauschend prickelnd geil, dass ich da nicht unendlich von habe. Wenn ich ehrlich bin. Wird man wahrscheinlich mehr Int oder sowas brauchen, damit man die öfter einsetzen kann, bevor es einmal ausgeht oder so ein Schwachsinn. Nehme ich jetzt mal an, dass es irgendwie sowas in der Richtung geben wird.
Einfach mal meine grobe Vermutung. Das heißt, ich kann auch nicht einfach nur dumm rumzaubern, sondern muss wirklich aufpassen. Heftig, heftig. Aber okay, wenn es denn so ist, dann ist es eben so. Schnell wieder dahin kommen, wo unsere Seelen liegen. Das ist aktuell mein Plan. Sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, gegen den da zu kämpfen. An der Stelle würde ich fast sagen. Also schlecht haben wir uns gar nicht angestellt. Bin ich der Meinung. Geht wieder mit Block zurück. Der Sausack. Wir haben tatsächlich nur 25 Zauber. Also wenn der nicht schön viele Seelen gibt, dann weiß ich auch gerade nicht mehr. Konnte sich nicht entscheiden, ob er sich rumdreht oder nicht, oder was? Ein Zauber noch und er ist tot. Okay. Vielleicht sind es doch noch zwei. Ne, er ist tot. Wie viel gab es jetzt? Ich habe nicht so richtig drauf geachtet. Aber okay, wir haben ihn tot. Das ist wohl das Wichtigste. Da unten ist ein Lagerfeuer, okay. Dann gehen wir doch mal dahin und aktivieren das. Das heißt nämlich, dass wir hier immer wieder spawnen. Und ich nehme an, dass unsere Seelenfalle dadurch auch aufgefüllt werden. Wenn wir da in so einem... Ja, genau, wie ich gedacht habe. Wenn wir also rasten, geht das hoch. Alles klar. Da haben wir jetzt zumindest den nächsten oder den ersten Schritt. Halt die Fresse. Der war ein bisschen droll, muss ich sagen. Also das war eigentlich jetzt ein bisschen unfair. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben uns getroffen. Damit habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Was für ein Scheiß, wie, ey. Der Block. Will er näher kommen oder eher nicht? Weiß er noch nicht so richtig. Ja, ja, du mich auch, Mann. Zauberer ist wahrscheinlich so mit das Schwierigste, was man hätte sich aussuchen können, wenn ich das hier so sehe. Hätte alles genau richtig gemacht, würde ich sagen. Wenn Hardcore, dann richtig Hardcore. Ach, du bist schon ein Kackvieh, ey. 400 gab der, das lohnt sich aber. Gegenstand hat er auch gedroppt. Ein blauer Augapfel, okay. Also 400 lohnt sich definitiv, bin ich der Meinung. Ich denke, er ist respawned, weil wir eben an dem Lagerfeuer waren. Da ist noch so einer. Der hat aber kein Schild diesmal. Das ist irgendwie ein gefährlicherer. Gucken, ob man den von hier anzaubern kann. Das geht sogar. Das ging nicht. Was macht der jetzt? Jetzt geht er zurück. Der ist ein bisschen seltsam. Kommt er doch wieder. Was ist los mit dir? Kann sich nicht so richtig entscheiden, was er will. Vor allem hat er noch nie irgendwie eine Angriffsanimation gemacht oder so. Jetzt, okay. Hallo. Aber er gibt auch 400. Okay. Und ein Gegenstand. Ich denke, dass wir hier vielleicht sogar so ein bisschen leveln sollten erstmal. Weil 400 ist schon eine Menge. Ja, okay, wir haben auch keine Zauber mehr, sehe ich gerade. Wir müssen eh jetzt wieder zum Lagerfeuer gehen.
Und ohne Lagerfeuer ist ja dann auch wieder erstmal Ende. Also dann ist ja jetzt eh wieder Reset quasi. Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, so richtig weit kommen können wir jetzt aktuell noch gar nicht. Ohne Zauberkram. Bisschen heftig. Ich finde es auch ein bisschen heftig, hier aufpassen zu müssen, dass man nicht abschmiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber so ist es halt. Oh, hallo, du Wichser. Da hat er uns erwischt. Da hat er uns einfach mal one-hittet. Na gut. Ich glaube, es war jetzt der dritte Tod oder was. In 21 Minuten haben wir unsere Quote von 3 Minuten auf 7 Minuten gesteigert. Ich bin begeistert. Müssen wir erstmal unsere Seelen wiederholen. Könnte ein bisschen eklig werden, wenn wir jetzt hier unten starten. Wovon ich ausgehe. Ja, genau. Rennen wir erstmal schön zu unseren Seelen, kacken hier auf den Gegner. Ich wollte gerade sagen, wo sind die denn? Die sind ganz da oben. So. Das verlorene Gut haben wir wieder zurückerlangt. Bin ich ja schon mal beruhigt. Ach ja, jetzt hast du gleich dein Schild an, oder was, Kollege? Bin ich jetzt nicht so begeistert von. Ach ey. Da sind wir ganz schön schnell gewesen eben. Okay, go, go. Hallo, du Wichser. Dreh dich mal rum, Dude. Damit ich mal wieder ordentlich treffen kann. Ja, genau so. Ach, was war das denn? Du Drecksack. Glaubet ja nicht. Stirb jetzt einfach, ich muss eh danach recken. Jetzt haben wir eh zu wenig Zauber für den zweiten, weil wir zu oft das Schild getroffen hatten. Kann man jetzt eigentlich hier von den Seelen, also von dem Leuchtfeuer zum anderen Leuchtfeuer im Dorf einfach wieder reisen? Da gab es doch so eine Reisefunktion. Gucken wir doch einfach mal. Majula, dazwischen heiles Flammenturm. Okay, dann will ich jetzt erstmal dahin. Leuchtfeuerintensität 1, was bedeutet das denn? Müssen wir da irgendwelche Items für benutzen oder so? Fände ich jetzt nicht so prickelnd. Müssen wir mal gucken, was mir da vielleicht ein 2, 3, 4, 5 Stück mal von kauft, wenn möglich. Ist auf jeden Fall ganz schön komplex, das darf man nicht unterschätzen. Da muss man noch einiges lernen, denke ich. Da hockt sie. Seek the last wissen. Schauen wir mal. Zaubergeschwindigkeit. Geht da hoch ein Slot. Stärke ist Stärke, Angriffsstärke, Giftbeständigkeit. Int ist Zaubergeschwindigkeit, Magiebonus. Da sollten wir das wahrscheinlich mal in den Skillpunkt reinsetzen. TP gehen dadurch auch hoch. Wo sehen wir denn unsere rechte Waffe, Magie abwehren. Ich denke, dass das wirklich am besten ist. Slot ist relativ uninteressant, finde ich momentan. Belastung auch. Ausdauer ist auch uninteressant. HP auch relativ gesehen uninteressant. Würde ich wirklich sagen, machen wir den einen Inpunkt rein. Dann machen wir wenigstens schon mal ein bisschen mehr Schaden. Und je mehr Schaden wir machen, umso schneller können wir ja farmen.
Sonst gehen wir mal zu dem einen Händler hier in dem Haus nochmal schnell. Ich glaube, der war hier drüben irgendwie. Entweder hier oder in dem rechten daneben oder so. Hier ist er, glaube ich. Ja. Reden wir mal mit dir. Ist er da? Ich wollte mit dir reden und dich nicht hauen oder sowas. Gegenstände kaufen. Was hat er denn? Der hat nur Rüstungssachen. Das bringt uns gar nichts. Ich hätte ganz gern irgendwie mal einen Laden mit Gegenständen. Well, I do hope I see you again. Naja gut, wenn es sowas nicht gibt, gibt es sowas aktuell nicht. Oder ich habe es schon wieder vergessen. Da oben war, glaube ich, auch noch einer drauf. Guck mal da nochmal, was da jetzt war. Hier oben auf dem Ding. Kann gut sein, dass da so ein Gegner war. Also so ein Händler war. So, hier, du warst doch da. Was warst du denn? You probably... Du warst nur irgendein Depp, der Scheiße gebabbelt hat. Gelobt sei die Sonne. Und dachte, da ist irgendwas versteckelt oder so. Du schon wieder. Das ist ja auch geil. Das ist richtig geil. 56 Millionen Tote weltweit. Ist klar. Finde ich richtig cool gemacht, dass man das angezeigt bekommen kann. Wie viele Tote es jetzt schon gab. Gucken wir mal, ob wir jetzt wieder zu dem anderen Leuchtfeuer einfach walken können. Ich denke mal, das wird irgendwas kosten. Bin ich mir fast sicher. Aber ist mir egal. Solange wir die Sachen haben, benutzen wir sie auch. Zur Not müssen wir halt dann irgendwann laufen. Ich würde aber auch gleich sagen, dass wenn wir hier sind, einen Cut machen. Sind nämlich schon bei 27 Minuten. Das ist dann eine relativ lange Folge. So, Leuchtfeuer rasten. Zack. Gespeichert ist es. Dann machen wir hier Partie beenden. Speichern und Partie beenden. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.